Und da sind wir auch schon wieder. Au, au. So, mal gucken, ob sich Edna an die Nachbarn erinnert. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten. Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Sehr komisch. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Komisch, kein Feuerzeug bei sich. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Oh. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Eingefallen. Ach, Harvey. Das ist irgendwie doof gerade gewesen, mal ehrlich. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Geht doch. So. Das haben wir nämlich außer Betracht gelassen. So, jetzt brauchen wir die noch. Vorhin hatte ich es dir noch gesagt gehabt. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was. Das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Es war irgendwas mit den Fußnägeln. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Wie geht es dir, Edna? Wolltest du mir nicht beibringen, wie das geht so? Ja, wie kommt man an die Nägel? Das ist doch mal eine andere Frage, oder? Irgendwo abgeknallte Fußnägel finden. Seine Erlaubnis. Das ist Harvey. Er ist seit heute keine Sekunde gealtert. Nicht ohne seine Erlaubnis. Hey Harvey, wo ist denn jetzt mein... Ich arbeite noch... Ich glaube, wir müssten mal die Tür angucken, dann kriegt man irgendwas hin. Es gibt gewiss... Da steckt nichts drin. Klinke, okay. Verschlossen. Wow. Ist doch mies. Verschlossen. Was auch sonst. Gute Frage, ja. Die Türklinke verspottet mich. Dann möchte man zurück spotten. Wie kriege ich jetzt am besten diese Gescheißtür auf? Mal gucken. So, nehmen wir den Mike und hauen ihn gegen die Tür. Und den Mike haben wir doch nicht in der Gegenwart. Die Gesetze der Hebelkraft verraten mir, dass das vollkommener Unsinn wäre. Ach echt?
Autsch, heiß. Autsch, heiß. Er würde ja doch nicht antworten. Der gute alte Ofen. Ich will die Spinnen nicht stören. Ich will die Spinnen nicht stören. Oh Mann, Nomade, ey. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja, klar. Lol, ey, das ist so doof gerade irgendwie. Was, wie war denn das? Wie war denn das? Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich... Wolltest du mir nicht... Das geht sofort. Wie geht es dir, Edna? Geht ja nicht. Das geht so... Ja, jetzt schon. Oh. Wie geht es dir, Edna? Wolltest du mir nicht... Das... Fisch, Edna, und du hast es kombinieren. Türklinke. Schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Wir haben jetzt fast alles durch. Es ist echt mysteriös. Ofen haben wir dicht, den Holzhaufen, dann alles, was hier drüben ist. Kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Nee, hat man schon. Jetzt muss ich mal gucken. Könnte man hier vielleicht ein paar Nägel anvisieren oder so? Hier muss doch irgendwas sein. Ja, mit. Was ist denn das schon? Wollen die rollen oder was? Oh mein Gott. So, jetzt gehen wir zu Edna zurück. Wir haben jetzt noch die Berichte gelesen und mal gucken. Vielleicht können wir dadurch uns bilden, was wir brauchen. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Esel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Lol. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein. Schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume. Allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Aha. Und jetzt? Boah, pfui. Das Geräusch war ekelhaft.
bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Halt, stopp, noch nicht zurück. Bam, 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 bam. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt, danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ach ja. Immerhin wissen wir jetzt schon mal ein Stück weiter. Das Geräusch ist ja wirklich ekelhaft, echt, Edmo. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Ich wollte ja auch den Original anklicken und nicht noch einen neuen machen. Mein Gott, ey. Ist aber eine interessante Möglichkeit, solche Schrauben zu öffnen, nicht? Man nimmt einfach einen Fußnagel und schon ist die Scheiße offen. Oh mein Gott, so. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Ich frage mich, was passiert, wenn ich meine Hände da reinstecke. Edna, nicht! Du könntest den Ventilator kaputt machen. Der macht sich Sorgen um den Ventilator, mal ehrlich. Oh, sieh nur, Harvey. Ein Ventilator mit messerscharfen Blättern, die sich mit tödlicher Geschwindigkeit drehen. Der passt genau in meine Sammlung aus Landminen und fliegenden Rasierklingen. Ach, du musst den Typen mit zumindest ausschalten. Stimmt. Harvey? Ich überlege noch. Du musst schießen rein. Hallo? Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Hunger. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Ah, oh, so ein Sack, Alter, mal ehrlich. Und mit etwas Glück müde machen. Obwohl, wenn ich dann würde sagen, vergiss es, dann würde es vielleicht vergiss anders es sein. Einfach. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Ja, genau. Mist, Kerl. Hey, hallo. Na, Süße, was gibt's diesmal? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Ich würde gern noch mehr über Mini. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga ja, spiele? Ja, hat er. Yep. Ja. Ja, das ist Mini. Nein. Was? Duselig hatte ich, was? Ja, ich bin über der Fahrt. Rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Da. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Ah, mein Vater. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Jep, jep, jep. Ein großer Mann.
Ja, das ist doch Warum eine Idee. Nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Na geht doch. Ist das ein Drops, Alter, mal ehrlich. Ich nehme mir das Ding mit. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und? Ja. Na, so geht's auch. Oder so. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Ich glaub's auch nicht. Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Oh, das Geräusch ist echt mies. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Klock. Langsam werde ich richtig gut darin. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwo hier. Muss Bild nehmen. Muss Bild nehmen. Nein! Ich kann nicht. Aus tiefster Seele weiß ich, dass ich es nicht will. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Das ist doof, mal ehrlich gerade. Okay, das Buch habe ich mir mitgenommen. Ein stromlinienförmiger Stift. Ich nehme sie aber auch alles mit, mal ehrlich. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Ein Pokal für Buchstabieren und da ist so ein Diplom, das hängt vielleicht auch mal an. Aha. Gucken wir gleich mal an. Ach ja. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Natürlich gleich mal mitnehmen. Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. So ein Knöpfchen. Wo soll denn Schirm? Soll den Schrank angucken. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Kamin. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Ach echt? Da fehlt ein Eintrag unter E wie Edna. Ich schreibe mal selber was. Edna, die. Ednas, Plural, Edne, super coole Erdenbewohnerin.
Siehe auch Türenschreck, Bärendomtöse, Inka-Gottheit. Lolz. Der Thron von Dr. Marcel. Wack. Den will ich gar nicht nehmen. Warum nicht? Da hat doch Dr. Marcel drauf gesessen. Pfui. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Genau. Ein sehr schöner Tisch. Den nehmt. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Na echt mal. Huch. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich musste auf die Toilette und habe mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Na genau. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Diesel, er wird immer unzuverlässiger. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum, du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Na genau. Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein, das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Nö. Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Sicher. Wir werden sehen. Na, wir zurück. Hey! Rennen sie um den Tisch, Alter. Hey! Oh, ha? Richtig hohl. Ja, ich weiß, aber ich weiß auch nicht gerade, wie es weitergehen sollte. Ich würde sagen, Golfschläger mitnehmen. Das ist, glaube ich, eher hinten. Ja, genau, so aus dem Knüppel. Poloschläger. Poloschläger. Muss er immer nehmen und den über den Kopf ziehen. Kann sein, ja. Ein Poloschläger. Poloschläger? Ja, so kann man es auch machen. Ich sollte erst Holger beiseite schaffen. Komm schon, der kann später aufräumen. Der Schrank Nein, ist so toll. Man würde ihn finden und Alarm schlagen. Mhm. Du bist ganz schön abgebrüht, Madame. Wir nehmen ihn mal. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Am besten aus dem Fenster. Aber wohin mit ihm? Kamin. Das ist doch am besten. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Und rennen. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Der Schrank. Oh mein Gott. Und hinzufügen. Ja, irgendwie kann ich die Tür nur zumachen. Scheiß drauf, gehe ich einfach. So.
War ja klar. Na genau. So. Ich würde sagen, wir machen gleich mal hier weiter.